Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Clicker Heroes. So, wir haben ein bisschen Kohle gesammelt in der Zeit. Ich habe auch schon dreisterweise ein paar Upgrades gekauft, beziehungsweise auch neue Helden gekauft. Und ihr seht, wir sind mal wieder auf dem Punkt, wo die Viecher schon schneller als im Sekundentakt fallen. Wir haben auf jeden Fall die Golden Clicks mit dazu, den Level 100 Skill von König Midas. Die hier haben wir ein bisschen aufgerüstet. Amenhotep haben wir uns inzwischen auch auf Level 10 hochgezüchtet, genauso wie Beastlord. Und wir können definitiv auch noch ein bisschen Gold ausgeben. Was wir jetzt aber erstmal machen, ist ganz dringend Level 70. So, da halten wir uns auch gar nicht lange mit auf. Das rocken wir einfach weg. Also bis Level 79 sollten wir eigentlich wieder relativ easy durchmarschieren. Und danach gucken wir mal. Ach, jetzt kommen wir ja auch schon in die Schneelandschaft. Ja, sehr schön. Da hat das zum Winter-Update oder zum Weihnachts-Update natürlich mit den Schneeflocken, die hier immer aufgetaucht sind, sehr gut gepasst. Oder mit den Eiskristallen oder whatever. Mit den Ostereiern, die jetzt spawnen, eher nicht so. Aber nun ja. Vielleicht sind wir aus dem Gebiet auch schon raus, bis das nächste Osterei spawnt. Wobei in Level 79 werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Gucken wir mal. Weil wenn ich das richtig sehe, brauchen wir hier 40.000 T Schaden pro Sekunde, um dann bedauerlicherweise Level 80 zu schaffen. Ach, wir sind schon längst fertig hier. Ja, okay, dann klicke ich doch da oben auch mal weiter. Ich mag das eingefrorene Opossum. Aus diversen Gründen. Ich bin mir übrigens noch gar nicht sicher, ob ich das bereits erwähnt habe, wie sich hier die Helden weiter freischalten. Ich habe das, also entweder habe ich das schon im Let's Play erklärt oder nur in einem kurzen Vorstellungsvideo zu Clicker Heroes, was ich mal gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall schalten sich weitere Helden frei, sobald man sich einen leisten kann. Also sprich, sobald wir hier 9000 Q, also 9000 Quadrillionen hätten, also sprich uns Athena leisten könnten, würde dann eben der nächste Held automatisch schon mal revealed quasi, also schon mal angezeigt, so, den kannst du dir nachholen. Oh, das war ein kurzer Song. Ja, ich habe übrigens mal ein bisschen neue Hintergrundmusik rausgesucht, die alte ging mir so ein bisschen auf den Keks, mal abgesehen von der Kindermusik. Die Klassikfolge steht aber noch aus. Mal gucken, die hebe ich mir vielleicht für Level 100 dann auf. Für richtig Drama. Mal gucken. Apropos richtig Drama waren Sachen, die ich heute im Internet gefunden habe. Holy shit. Wo fange ich an? Es ist nicht einfach. Grundlegendes Thema: Verfilmung von Videospielen. Verfilmung von Videospielen sind in 99% Grütze. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ich müsste jetzt auch eine ganze Weile überlegen, ob mir eine gute Videospielverfilmung einfallen würde. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also mir fallen eine ganze Menge Videospielverfilmungen ein, die sind aber alle kacke. Far Cry, kacke. Dungeon Siege, kacke. Also das liegt natürlich daran, dass es alles Uwe Boll-Filme sind. Dungeon Siege, kacke. Postal, hat seine Momente, aber letztendlich auch Grütze. Das Beste am Film war einfach, dass Uwe Boll behauptet hatte, er hätte den Film mit Nazi-Gold finanziert. So, das war das einzig Gute daran. Blood Rain, leider kacke. Max Payne, oh mein Gott. Also wobei, für sich allein genommen, war der Film eigentlich ganz okay, aber wenn man das Spiel kennt, holy shit, was für ein Kackfilm. So, was gibt's noch für Spiele für Filme? Tomb Raider. War auch eher grenzwertig. Also so richtig Spaß, also der war jetzt halt nicht mörderschlecht, aber der war auch nicht toll. Von toll war der weit entfernt. Was haben wir noch für Spieleverfilmungen? Oh,
Natürlich. Eine, wobei die jetzt natürlich mit dem Spiel jetzt auch einfach nicht so ultra viel zu tun hat. Wobei, ja, doch eigentlich schon. Resident Evil. Zumindest der erste Resident Evil Film ist gut. Da nehme ich meinen Hut. Moment. Ich mach das. Was? Vor dem ersten Resident Evil Film ziehe ich meinen Hut. Ganz klar. Aber was danach kam, war auch schon wieder bitter. Ich weiß gerade nicht, ob es der dritte oder der vierte war. Einen von beiden fand ich noch wieder ganz okay. Aber der zweite ist leider richtig, richtig scheiße. Und Resident Evil 5, der Film, boah, der besteht eigentlich nur noch aus Boss-Moves. So, der ganze Film besteht daraus, dass irgendwie, keine Ahnung, Alice halt von einem Raum in den nächsten geht. In jedem ist ein riesiges Monster und dann macht sie halt, nachdem sie 10 Minuten draufgeschossen hat, irgendeinen coolen Move und macht es damit platt. Das ist leider alles andere als cool. Und vor allem auch nicht über anderthalb Stunden unterhaltend. Ja, Gott, ich habe gerade, Entschuldigung, ich habe gerade total Hals. Ich muss mal ganz kurz was trinken. So, da bin ich wieder deutlich besser. Zeit, ein Level 79 rüber zu switchen. Ja, gibt es sonst noch Spieleverfilmungen? Müsste ich eine Weile überlegen. World of Warcraft Spieleverfilmung kommt. Ob die gut wird? Mal gucken. Und dann bin ich eigentlich auch beim Thema. Ich nehme den Hut mal wieder ab, das wird mir gerade zu warm. Need for Speed. Need for Speed letztes Jahr verfilmt, beziehungsweise letztes Jahr in die Kinos gekommen, verfilmt wurde vielleicht auch schon vorher, keine Ahnung. War echt unnötig. Also ganz ehrlich, ich mag die Need for Speed-Reihe, also zumindest alle Arcade-lastigen Teile sehr, sehr gerne. Aber dieser Film war einfach nur unnütz. So, der hatte keine nennenswerte Story, okay, haben die Need for Speed-Teile auch nicht. Der hatte halt keine coole Action, also längst nicht wie Fast and Furious, bei weitem nicht. Und selbst an coolen Autos hat es dem irgendwie gemangelt. Also irgendwie hatte der halt nichts. Und der hat sich auch irgendwie so gezogen gefühlt. Also der, boah, nee, tut mir leid, Need for Speed Film war echt nicht gut. Und das Dramatische ist, es wird einen zweiten Need for Speed Film geben und ich habe keine Ahnung warum. Also ganz ehrlich, ich mag ja, Gott, wie heißt er, Aaron Paul schon ein bisschen als Schauspieler. Und der spielt die Rolle da jetzt auch nicht unbedingt mies. Ich meine, er ist jetzt halt kein herausragender Schauspieler. In Breaking Bad lief es halt auch hauptsächlich super, weil er halt Bryan Cranston, also Walter White, mit dabei hatte. Das hat halt einfach super zusammengepasst. Alleine spielt er halt auch ganz okay, aber jetzt nicht herausragend. Für Need for Speed war es in Ordnung, aber der Rest vom Film gibt halt auch einfach nichts her. Und das wird in Need for Speed 2 einfach nicht besser. Es ist einfach so, nee, einfach nein. Niemand will das. Dann echt lieber Fast and Furious 8. Boah. Und was noch viel schlimmer ist, auch darüber habe ich mich auf Twitter schon ausgelassen, zumindest kurz. Warner sucht im Moment nach Drehbuchautoren für einen Five Nights at Freddy's Film. Was soll ich dazu noch sagen? So. Nee. Einfach nein. Five Nights at Freddy's? Was will man da bitte für einen Film draus machen? Aber sie haben sich auf jeden Fall schon die Filmrechte gesichert. Also, der Programmierer. Entwickler ist das treffendere Wort. Der Entwickler hat das auch schon zugesagt. Er meinte, ja, das Spiel gibt super eine Story für einen Film ab. Nein, also vielleicht von der Grundidee her, dass irgendwelche creepy Animatronics irgendwo rumlaufen. Aber der Rest halt nicht. So, man hätte halt diese ganze Animatronics-Idee halt super in einen. Gott, wie heißt diese grützige Filmreihe?
Paranormal Activity. Da hätte man es super einbauen können, weil Paranormal Activity halt auch super viel mit Überwachungskameras arbeitet. Das hätte halt so ein Mashup oder einfach so Paranormal Activity at Freddy's Teil 18 oder so. Ne? Das hätte ich halt für einen weiteren Paranormal Activities Teil sofort akzeptiert. So, völlig in Ordnung, weil Paranormal Activity ist, ja, hat halt auch einfach einen gewissen Trash-Faktor und das ist okay. Aber ich brauche bitte einfach kein neues Film-Franchise dann, bitte. Nein, einfach nein. Bitte, bitte nicht. Ich hoffe einfach, sie finden keinen Drehbuchautor. So, jetzt habe ich mich erstmal genug aufgeregt. Zeit, alle Skills gleichzeitig einzusetzen. Und wir sind im Moment, jetzt gucken wir mal, 503 Quadrillionen. Dazu kriegen wir ungefähr 18. 18 macht Sinn, dann müssten wir jetzt bei 39 landen, wenn das viel platt ist. Ja, sieht gut aus. So, setzen wir mal alles ein. Und die 10.000 Klicks haben wir damit auch komplett. Sehr schön. Ja, das bringt doch mal was. Ich mag die Golden Klicks. Oder überhaupt diese Skill-Kombination. Die ist toll. Man kann sie später sogar noch verbessern. Bedauerlicherweise geht das echt nur einmal in der Stunde, aber sonst wäre es auch ein bisschen overpowered. Keine Frage. So, haben wir doch immer ein bisschen Kohle zusammenbekommen. So, die Frage ist, was rüsten wir jetzt weiter auf, um am ehesten auf nennenswerten Schaden zu kommen? Also König Midas können wir total vergessen, weil der macht danach nur mehr Crit-Chance. Und das ist mir erstmal nicht so wichtig. Also es macht ja halt auch keinen grundlegenden Damage. Der hier, ja, Critical Click Damage Multiplier. Oh, was wir auf jeden Fall brauchen, ist mal hier das Level 75 Update. Upfade. Genau, dann können wir nämlich das erste Dark Ritual einsetzen und kriegen zumindest 5% Schaden dazu. Besser als nichts. So, wie sieht's denn mit dem hier aus? Der kostet gar nicht so viel bis Level 50. Müssen wir ein bisschen farmen, aber das geht. Während das idelt, machen wir mal eben was. Gott, ist das hell. Wo wir schon dabei sind, Videospielverfilmungen. Mal gucken, ob ich nicht noch irgendeinen Titel finde, über den ich mich aufregen kann. So. Alone in the Dark, holy shit, der war... Boah. Auch ein Bollfilm natürlich, aber Alone in the Dark. Alone in the Dark hat einen super Soundtrack. Moment, den habe ich auch noch irgendwo. Vielleicht auch einfach mal hier. Elegant mein Hintern in die Kamera gehalten. So, da sind nämlich Sachen drauf wie Fear Factory, In Flames, Chimera, Dark Tranquility, Machine Head, Soilwork, Nightwish, Dillinger Escape Plan, Cradle of Filth, All Shall Perish, Dying Fetus, Heaven Shall Burn, Arch Enemy, Hypocrisy, Misery Index, Mnemic, Cataclysm, Raunchy und. Also... der Soundtrack zu Alone in the Dark ist gut, keine Frage. Es sind sogar zwei CDs. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wo alle diese Songs von diesem Soundtrack herkommen, weil im Film ist, glaube ich, ein einziger Song davon. Aber okay. Aber sonst ist der Film leider auch total kacke. Autobahn Raser war ein Kinofilm. Ist mir total entgangen. Black sagt mir auch nichts. Assassin's Creed kommt aber erst noch, oder? Der war doch als Kinofilm erst noch geplant. Ja, okay. Eine Webserie, ein Webfilm. Okay, also ich rede jetzt tatsächlich von Kinofilm, ja? Alles andere lasse ich mal raus. Doom. Doom war okay. Doom war wirklich... Okay, Doom war nicht herausragend, aber Doom war völlig in Ordnung. Der war schon ungefähr so, wie ich mir einfach eine Doom-Verfilmung vorstelle. Also... im Großen und Ganzen. Auch da wäre da sicherlich noch Luft nach oben gewesen. Aber Doom war okay. War in Ordnung. Hitman, ich vergesse die ganzen guten Sachen, Hitman war auch okay.
Der ist auch noch, von 2007 ist der schon, okay. Dachte, der wäre jünger. Egal, Hitman, auf jeden Fall ganz okay. Hitman kriegt übrigens auch eine Neuauflage. Und der Trailer zum neuen Hitman-Film, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der kommt erst nächstes Jahr. Auch das finden wir raus. Ich habe hier... Sorry, dass sie hier nicht... Oh nee, der kommt sogar noch vorbei. Das ist... Also in den USA hat er Release am 28. August. Jetzt... Sorry, dass es hier gerade gar nicht mehr um Clicker-Heroes geht, aber wir müssen ja eh ein bisschen eilen lassen. Wann hat er denn Start in Deutschland? Oh, in der Tat schon am 3. September. Auf den habe ich ein bisschen Bock, weil der Trailer sieht richtig gut aus. Also den könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Was haben wir sonst noch? Oh Gott, Mortal Kombat Kinofilm, darüber wollen wir auch lieber nicht reden. Der Prince of Persia Film war... Ja. Also er war nicht schlecht, aber... Also für sich allein genommen war der halt ganz okay, aber so mit dem Spiel ist das halt auch... Ja, also kann man mal gucken, kann man aber auch lassen. Silent Hill scheiden sich, glaube ich, auch die Geister dran. Ich fand ihn... Oh Moment, es gab sogar zwei, richtig, ich erinnere mich. Der erste Silent Hill Film war noch halbwegs okay, wenn man die Spiele nicht zu sehr gespielt hat. Also wenn man halt ein super Fan von den Spielen ist, hat man am ersten Film, glaube ich, auch schon keine Freude gehabt. Und Silent Hill Revelation, boah, der war so unnötig. Boah, war der unnötig. Froh, dass ich damals kein Geld dafür bezahlt habe. Und ja, ich habe ihn im Kino geguckt, aber ich habe im Kino kein Geld dafür bezahlt. Ja, dann haben wir, glaube ich, auch alles Nennenswerte jetzt durch, ne? Schön. Schön. So, dann können wir uns hier jetzt Level 50 leisten und das auch noch. Dann sind wir zumindest schon mal bei 10 oder bei über 10.000 DPS. Ja, 20.000 DPS bräuchten wir mit der Skill-Kombi, um dann Level 80 zu schaffen. Weil dieser riesige Yeti ist, glaube ich, nicht ganz so leicht umzuklopfen. Er hat ganze 2 Zehen, ist das nicht ein bisschen wenig? Dafür, dass er 4 Finger hat? Hm. Ich glaube, so Videospielverfilmung, das ist auch sowas, da könnte ich halt den ganzen Abend drüber diskutieren. Wie seht ihr das eigentlich so? Sagt ihr vielleicht, hey, Alone in the Dark, total geile Verfilmung? Ich meine, was ich hier jetzt zu Videospielverfilmung gesagt habe, ist halt auch nur meine Meinung, ja? Das sind keine Tatsachen. Das wird ja im Internet gerne mal verwechselt. Dass die eigene Meinung leider nur die eigene Meinung ist und nicht eine festgeschriebene Tatsache. Viele vergessen das häufig. Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Hm. 625. Farm ich das jetzt noch? Nee, ich glaube, 652, das dauert ja auch noch einen Augenblick. Ne? Ich kriege jetzt immer noch wahrscheinlich 39 ungefähr dazu. 19 meine ich. 18 waren es. Oh Gott, das ist so. Ja, nee, das... 18, 5, 7, 6, 7, 8. Also müssen wir noch ungefähr 8 Monster... Na, 8 Monster kriegen wir noch platt. Dann können wir uns von Amenhotep nochmal 10 Level leisten, das ist ganz okay. Und dann ist es mal wieder Zeit, ein bisschen zu warten. Wie das denn so ist. Die erste richtig heftige Wall, also Wand, Mauer, Grenze, wo man wirklich erstmal nicht mehr weiterkommt, ist so Level 140. Level 140 oder um Level 100, entweder... Um Level 140 zu, ich glaube, um Level 140 zu schaffen. Oder sonst spätestens um Level 145 zu schaffen. 145 zu schaffen, ja doch. Und also dafür braucht man dann, wenn man noch keine Hero Souls hat, einfach richtig, richtig viel Geduld. Sind erstaunlicherweise übrigens immer noch bei einer Hero Soul.
die wir für die Ascension kriegen würden. Abgesehen davon, dass wir die Ascension natürlich auch noch gar nicht freigeschaltet haben. Aber langsam könnten wir mal überlegen, hier bei denen nochmal ein paar Level drauf zu kaufen. Wobei wir das Geld natürlich auch gern später ausgeben können. Ich glaube, der wichtige Punkt ist jetzt wirklich erstmal idlen lassen und dann die gute Athena erstmal kaufen. Und das werde ich auch in der nächsten Folge tun. Beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich einfach schon vor der nächsten Folge tun, damit wir in der nächsten Folge wenigstens ein bisschen was schaffen. Mal gucken, was ich dann für ein seltsames Thema ausgegraben habe. Irgendwas fällt mir bestimmt ein. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche noch einen angenehmen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.